Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 17.03.2022. Und wir hatten schon lange keine Katzenbilder mehr. Ich hatte eigentlich das schon die ganzen Tage noch machen wollen. Ich weiß gar nicht, warum ich es vergessen habe. Aber der war so wackelig, so unsicher, da hatte das nicht so richtig gepasst. Jetzt passt es ganz gut, das Bild. Können wir noch die Runde zumachen. Können wir morgen wieder mit was anderem anfangen. Vielleicht mal mit ein paar Hunden oder sowas. Zur Abwechslung gibt es ja auch ein paar schöne Bilder. Also, ja, Punkt. Brauche ich nicht viel zu erzählen, ne? Wir haben gestern Punkt erledigt. Das seht ihr, das sieht Bündel mit Krückstock auf die grüne Linie, hat man sogar noch ein bisschen geguckt. Hat er gut gemacht, hat er sich weiter rausgezeigt und ist vor allen Dingen auch immer noch stabil in der Haltung, ne? Also, der steht noch immer ziemlich stabil hier drin, ne? Auch so vom Abschlussmuster vom Mittwoch, was er jetzt so zum Ende hingestellt hat. Hat er sich sogar noch Karten nach oben offen gelassen. Ne? Das muss man schon ganz klar so sagen. Das ist ja immer eine Flagge gewesen. Also würde er auch nicht wundern, wenn er dann noch über 6,60 drüber macht. Also mit 6,60 meine ich hier das Gap. Ne? Hier ist ja noch so ein offenes Gap. 14.000 machen wir es mal ganz genau. Wartet. Ich sag, glaube ich, jedes Mal eine andere Zahl, wenn ich da drauf gucke. Bei 14.662,85 liegt das Gap, was noch geschlossen werden könnte. Wir haben jetzt hier eine lila Trendlinie, die hier kommt im Bereich um 6,50. Also das ist schon eine interessante Zone. Dann 6,50, 6,60, das wäre so erste Anlaufzone zum Donnerstag. Sollte sich von dort eine rote Stundenkerze anbahnen, würde ich allerdings ein bisschen aufpassen auf der Unterseite. Wir haben jetzt wirklich schon ganz schön lange durchgezogen und vom Bewegungsverhalten hier, so was er gemacht hat, ist eigentlich die Bewegung, die erste Bewegung in dem Moment hier durchaus an einem Punkt, wo man sagen muss, das kann auch erstmal reichen. Ich weiß nicht, wir können mal ein Retracement anlegen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das trifft, aber über das 61er sind wir schon drüber. 76er, ah, es ist aber trotzdem vom. Das klingt jetzt blöd, aber vom Augenmaß durchaus so ein Bereich, wo man langsam ein bisschen aufpassen muss, weil der Markt auch wieder deutlicher zurückkommen kann. Und zwar in dem Bereich um 14.000. 14.100. Da liegt auch noch ein offenes Gap. Ne, diese 14.000. Halt, wartet jetzt. Erzähl, wartet, wartet. Jetzt bringe ich was durcheinander. Das offene Gap liegt ja hier bei 13.015. Und das ist ein anderes. Das ist ja jetzt erst von gestern, also vorgestern. Das liegt bei Close War 13.900. 86, also 13.990 etwa, passt ja dann, ne? 14.000 offenes Gap, 13.000 noch ein offenes Gap. Aber das wäre eine gute Station, um sich dann hier wieder reinzuholen. Also wenn er von 6,60 deutlich nach unten dreht, würde ich mir ihn genauer angucken. Kann nämlich durchaus passieren, dass er von dort dann hier erstmal nach unten anläuft. Heißt aber nicht einfach blind dagegen stellen, blind reinshorten, nur weil das gerade irgendwie ein bisschen lustig aussieht, ne? Wenn die 660 da nicht hält, steht nichts im Weg, auch eine 14.800 anzulaufen. 14.800 bis 15.050. Da kommen wir dann im Tagesschart wieder in eine Zone rein, in der der Markt ganz schön lange von unten zu tun gehabt hat, also von oben zu tun gehabt hat. Und hier sollte man auch davon ausgehen, auch wenn die Situation, also gerade so diese. Man merkt jetzt gerade so eine Kaufeuphorie, ne? Das muss man schon so sagen. Die Leute nehmen jetzt plötzlich wahr, hey, komm, da kommen Aktien ganz schön schnell hoch und irgendwie muss ich noch zusehen, dass ich da irgendwo reinkomme. Da bin ich schon ein bisschen, da zucke ich ganz schön. Also da kriege ich so leicht nervöses Augenzucken, wenn mir das schon fast ein bisschen zu spät erscheint. Die Dinger sind jetzt alle schon ganz schön gut was weggerannt. Wir haben unsere ETFs hier unten bei 12.500 zugekauft gehabt im Premium-Dienst. Das ist natürlich jetzt. Erinnert mich ein bisschen an den November halt, ne? Wir haben im November 2020 haben wir auch ETFs gekauft bei 11.500 damals und haben gesagt, nein, lieber hier, bevor man gar nichts mehr tiefer kriegt, jetzt war es bei 12.500. Wir hatten die ja auch weiter oben dann ausgedünnt und bei 12.500 jetzt wieder reingeladen. Aber wenn man sich das mal anguckt, das ist genau die gleiche Situation gewesen, ne? Wir haben einfach in einem Moment der Nachrichtenüberreizung, möchte ich mal behaupten, ne, mit Lockdown, das wurde da ziemlich breit gekocht, einfach an einem wichtigen Niveau zugegriffen. Und dann gab es hier so Aufwärtsgap, 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 die sind alle offen geblieben. Der Markt hat echt ein fettes Reverse gestellt, richtiges V ist aus diesem Abwärtstrend, der damals da war, raus, richtig oben rausgesprungen, muss man wirklich so sagen. Er hat dann ewig zur Seite geschoben und ist dann weiter gestiegen. Und man muss jetzt eigentlich so sagen, bisher,
Sieht es schon sehr ähnlich aus. Ne? Ist die gleiche Situation. Wir haben jetzt hier wieder eine wichtige Barriere einfach hart nach oben gedreht. Haben wir jetzt auch mehrere Gaps hier drin offen stehen. Also, wenn der das jetzt genauso macht wie 2020 im November, dann müsste der sogar hier in den Bereich rein, also sogar fast in die 15.400, 15.500 reinsteigen noch, bevor dann erstmal wieder eine kleine Konsolidierung zur Seite aufgeht. Und das Risiko, das ist definitiv auf der Oberseite, das sehe ich auch. Und deswegen, ich glaube, ich habe es heute auch in jeder Mail geschrieben, ne, die rausgegangen ist, jedes Update, weiß nicht, wie viel, wir hatten heute 5 oder 6 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, es stand wirklich überall drin, passt bitte auf euer Risikomanagement auf, lasst hier keine Trades lange offen, die auch nicht im Minus, nicht ohne Stop-Loss rumlaufen. Das sind so typische Tage. Das haben wir heute früh, ab der ersten Minute, habe ich gleich gesagt, Leute, bitte, das sind so Tage, da machen die Leute sich immer wieder was kaputt, ne, gerade mit so einem Gap, das triggert immer das Gehirn. Das ist so ein richtiger Gehirnfick für viele. Die kommen dann einfach nicht mehr klar. Das setzt einfach das Gehirn aus. Und wenn man damit nicht umgehen kann oder das nicht selber erkennt, dann tut man sich da echt viel Scheiße ins Depot reinladen. Also im Trading-Depot, wo man dann echt ein bisschen Probleme bekommen kann. Ne? Und das Risiko muss man einfach, das muss man sehen, das muss man verstehen. Tritt der Markt hier nicht ein, drückt es den komplett nach oben einfach durch, dann rennt der einfach jetzt durch. Weil diese Kauf-Euphorie, diese leichte sogar Kauf-Panik, hey, ich bin da gar nicht dabei, das kann sich auch noch ein, zwei Tage zuspitzen. Das muss ja nicht, das kann dazu führen, dass hier vielleicht noch zack und zack und dann steht er vielleicht am Freitag schon hier oben halt. Ne? Das ist grundsätzlich möglich. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ich würde es jetzt nicht unbedingt favorisieren. Aber auf keinen Fall würde ich mich hier short dagegen stellen, wenn der nicht anfängt, richtig nach unten loszurotzen. Und das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Ne? Es geht nicht darum, dass wir jetzt da Long bis 15.400 haben. Das würde ich jetzt selber gar nicht machen. Ne? Ich würde mich hier schon in dem Bereich dann damit zufrieden geben, erstmal mit Long-Positionen. Und wenn er dann doch drüber geht und ruhig bleibt und so weiter, kann man ja nochmal Longs nachordern und nochmal kleine Teilstrecken nach oben mit begleiten. Aber ich passe ein bisschen auf mit dem Short halt, ne? Dass man nicht einfach so blind dagegen wuchtet. Das sind so klassische Phasen, wo Leute Short reinhauen, weil sie ja schnell einfach mal einen Rebound von 50 Punkten nach unten haben wollen und plötzlich ist der Trade 100, 200, 300, 500, 1000 Punkte im Minus und dann gucken sie sich vielleicht 1, 2 Jahre an. Da können ganz, ganz, ganz viele noch ein Lied raus singen, die eben hier in der Bewegung Shorts reingeflaggt haben. Irgendwo, an irgendeiner Stelle. Und das ist scheißegal, wo. Der kommt dann einfach nicht mehr zurück. Und das über Monate und Jahre hast du dann so eine Grütze im Depot liegen und guckst es immer an und kannst keine neuen Trades nicht mehr machen. Sitzt hier, denkst dir, oh, von 14.800 kann der steigen, aber du hast ja einen Short drin, also handelst du nicht long, sondern du denkst dann, na, hoffentlich bricht der Widerstand nach unten auf, damit es wieder weiter fällt. Macht er dann aber nicht, steigt genau hoch, wie man es gesehen hat, aber man handelt es dann nicht long, weil man ja einen Short drin hat. Und sowas ist scheiße, das ist Kacke und das ist vermeidbar, indem man einfach versucht, Verluste zügig abzusägen und eben nicht auszusitzen, bis die Kotzreiz Schwelle erreicht ist und noch weit darüber hinaus. Na, also das vielleicht hier an der Stelle nochmal ein bisschen ins Bewusstsein geredet. Na, also, wie gesagt, wir haben hier nach oben Platz. Die 14.800 ist die nächste. Dann wirklich kommt ein großer Schwab bis rein. Also 14.800, 15.50 ist für mich eine Zone. Und dann aber durchaus weiter. 15.300 hier, 200-Tag-Linie ist das. Die ist im Bereich um 15.400. Sowas auch nochmal von unten anklatschen. Warum nicht? Wenn er gut drauf ist, ist er gut drauf. Aber kriegen wir rote Stundenkerzen, kriegen wir Druck auf der Unterseite zum Donnerstag. Und das wäre nicht unüblich für einen Donnerstag. Sieht man sogar relativ häufig, dass Donnerstage auf beiden Seiten gut arbeiten können. Ja? Würde ich schon erwarten, dass wir auch stärker zurückgehen können. Also insbesondere auch, wenn wir uns unterhalb von 270 verabschieden sollten, dann denke ich, ist eine 14.100 und dieser Gap-Close hier bei 13.9, der ist dann schon fast safe. Ne? Und von daher würde ich mich schon unterhalb von 270 an, also grundsätzlich, wenn da wirklich Gewalt und Dynamik und Druck auf den roten Kerzen jetzt reinkommt am Donnerstag, würde ich mich auf der Unterseite auch in einem Short jetzt langsam wieder öffnen. Aber das muss ein Signal kommen. Ich hau ganz bestimmt nicht in irgendwelche grünen Kerzen dann Short rein. Nee, dazu ist mir mein Depot zu schade drum. Ja, aber wenn wir sehen, dass da Schwäche reinkommt und gerade der haut hier oben so eine 660 oder 690, 700, irgendwie sowas rein und der macht dann so eine richtig fette Schmatzerkerze. Genau so eine Kerze, wo dann immer alle da sitzen. Oh, na, jetzt gehe ich nicht mehr short, da ist ja schon 150 Punkte gefallen. Genau das sind eigentlich die Momente, wo dann der Markt halt auch richtig, richtig Potenzial auf der Unterseite rausholt und sich dann viele ärgern, dass sie da eben nicht noch short gegangen sind
Und der Markt danach dann 450, 500 Punkte eben abgekippt ist halt, ne? Also da würde ich einfach ein bisschen drauf achten. Und ansonsten lassen wir gerne noch in die 600, 6, also 660 rein, 700, das wäre noch denkbar. Geht da drüber, dann ab zu 800, 830 und dann kommt hier der Channel um 14.000, 14.50, ne? Und dann steht er schon fast draußen. Das ist dann wie im November 2020, ne? Also fast in die Situation, dann ist auch der Abwärtstrend einfach durchschlagen. Die Option, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ansonsten unten Rücklauf, ich sag mal bis 270, alles unkritisch. 300 kann sich locker wieder nach oben nudeln. Das wäre gar nicht schlimm. Aber geht er runter, sehe ich den sogar fast bis zu 14.000 dann auch nochmal. Also das hier kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier nochmal drauf zurückkommen. Ne, auf die Station im Bereich um 14.000. Das muss nicht zwingend zum Donnerstag sein, aber wenn er sich Mühe gibt, kann er es erreichen. Ne? Also er kann das Docker schaffen zum Donnerstag. Das geht. Ne? Und deswegen da einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen Risiko einkalkulieren, wenn denn richtig Stress reinkommt. Ne? Dann ist es auch durchaus legitim, wenn man da die ersten Kerzen vielleicht einfach auch noch abwartet, ne? Sich irgendwelche flachen Rückläufe sucht, dann nochmal nach unten mitgeht. Ja, gut, okay, wollte ich bloß Bescheid geben. Wie gesagt, Donnerstage haben Gewalt, Freitagsverfall. In der Regel wird gar nicht viel am Freitag passieren. Das meiste passiert meistens schon am Tag davor. Und deswegen kann es gut sein, dass der Donnerstag richtig, richtig gezerrt wird. Und das vielleicht auch noch als Hinweis, ne, weil viele diese Kaufpanik gerade so haben. Ich bin aber ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wenn Märkte 1, 2, 3 Tage vorm Verfall brachial in irgendeine Richtung plötzlich loseskalieren und viele dann dieses Hinterherspringen Drama machen oder Druck bekommen oder sich so ködern lassen halt und dann so nachspringen wollen, da bin ich immer unheimlich vorsichtig, weil wir haben ganz, ganz, ganz viele Verfallstermine gesehen, wo nach dem Verfall das einfach wieder zurück ausgegliedert wird, also wieder zurück abgewickelt wird. Ne, da, also gerade Assets, die jetzt dolle vorm Verfall auftreten, würde ich sehr, 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 sehr kritisch angucken nach dem Verfall, weil das wäre nicht das erste Mal, wenn es dann danach einfach wieder komplett abgebaut wird, das, was vorher kam. Das haben wir auch im DAX ganz oft schon gesehen, dass wirklich zum Verfall irgendwie nochmal 500.000 Punkte nach oben gezogen wurde und puff, 2 Tage später nach dem Verfall stand er wieder unten. Ja? Und deswegen ist mir immer so, was sowas angeht, auch Trends auf über breite Assets-Landschaft hinweg, immer wichtig, wie bewegt sich der Markt dann in der Woche nach dem Verfall. Das ist mir meist noch mal wichtiger, wie das, was vor dem Verfall passiert. Da bin ich auch hin und wieder mal bereit, das ein oder andere Signal auch gekonnt zu ignorieren. Ne? Einfach, weil wir das schon oft genug gesehen haben, dass da entsprechend dann einfach danach wieder was runterkommt. Das einfach noch mal, wollte ich noch mal mitgeben, weil, wie gesagt, neben das momentan sehr stark war, dass da wirklich ganz viele richtig Hummeln im Hintern gerade kriegen, dass sie da irgendwo nicht mehr mitkommen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Nachrennen, hinterherrennen ist immer nicht so die allerbeste Idee. Okay, ich mache jetzt hier zu, wünsche euch was und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!